Das Kernkraftwerk Isar 2 heute Morgen. Am Samstag geht es vom Netz. Der Druck auch auf diesen roten Knopf besiegelt den Atomausstieg in Deutschland. Nach dem Betrieb steht für Atomkraftwerke der Rückbau an, wie hier im bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1. 32 Jahre haben hunderte Mitarbeiter hier Strom produziert. Die neue Aufgabe jetzt, das Kernkraftwerk zunächst von innen heraus zu zerlegen. Wir haben es dann diesen Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich jetzt alles zurückbauen, dass es so zurückgestellt wird, wie man eigentlich vor in den 70er Jahren begonnen hat. Grüne Wiese heißt er bei uns und da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Rund 24.000 Tonnen werden allein hier ausgebaut. Viele Teile werden noch weiter zerlegt, so dass sie von allen Seiten auf Strahlung überprüft werden können. Der Großteil wird anschließend recycelt. Rund 2% landen aber auch als Atommüll in Behältern wie diesen. Die hochradioaktiven Brennelemente von Isar 1 sind bereits seit 2020 in einem Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände. Wir müssen die Radioaktivität immer beherrschen, mit der müssen wir sicher und verantwortungsbewusst umgehen. Aber die große Herausforderung im Rückbau, allein bei den ganzen Gewerken, die wir haben, ist einfach die Arbeitssicherheit. Dass wir sicher arbeiten, dass die Leute am Abend sicher und gesund wieder nach Hause kommen. Der Rückbau der Kernkraftwerke Isar 1 und 2 soll nach Angaben der Betreiber rund 15 Jahre dauern. Die Kosten etwa 1 Milliarde Euro pro Kraftwerk.